Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und heute reagieren wir auf die besten Werbung-Parodien 2021. Ich dachte ja immer, dass die ganze Werbung, die immer so kommt, eine Parodie ist. Ne? Also, aber gut. Schnäppchenwochen bei Niewiedermarkt. Hol dir diesen Technikquatsch, den du nicht brauchst und der nächste Woche garantiert schon wieder kaputt ist. Niewiedermarkt, du bist doch blöd. Ja. Kackglas tiriliert. Kackglas. Okay, hallo. Wir bei Kackglas können gar nichts, außer Scheiben reparieren. Wir tun aber gerne so, als wären wir die Einzigen, die das können. Und damit Sie genau das niemals vergessen werden, haben wir uns diesen schrecklichen Jingle ausgedacht. Kackglas repariert. Kackglas tauscht aus. Hallo, mein Name ist Thorsten Wurm, Zuständiger für Gewinnmaximierung bei Kackglas. Das sieht vielleicht aus wie Fliegenscheißer, aber für uns ist das Geld. Der Schlagschlag an und für sich ist harmlos, aber zum Glück gibt es in Deutschland genug Schlaglöcher. Und so machen wir unser Geld. Und jetzt kommen Sie ins Spiel. Aber das ist normalerweise ehrlich, ne? Müsste man diese Scheibe jetzt austauschen, aber so macht man keinen Umsatz. Wenn Sie uns anrufen, kommt sofort einer unserer mobilen Mitarbeiter zu Ihnen und tut so, als würde er Ihre Scheibe reparieren. Mit unserer patentierten Carglass-Technologie. Kleber injizieren, aushärten, Kaffee trinken, fertig. Nach 30 Minuten aushärten ist die Scheibe richtig im Arsch. Und jetzt kommt's, die Reparatur kostet Kaskoversicherte 100% Selbstbeteiligung. Keine Kreditkarten, junge Frau, nur Barzahlung. Wenn Sie einen Steinschlag entdecken, sofort an. Das ist so geil. Ah, schön. Ah, nee. Ja, bei Kackglas möchte ich gerne anfangen, ne? Die Telefonnummer sehen Sie jetzt hier an der Rüppern. Die muss ich jetzt nicht extra aufzählen. Kackglas repariert, Kackglas tauscht aus. Resterampe von Dr. Fettiger. Schmeckt genau wie beim Italiener. Zumindest bei einem, der nur billigen Analogkäse, ordentlich Fett und Zucker auf die Pizza haut und den Boden nicht hinkriegt. Resterampe von... Und ganz, ganz viele Geschmacksstoffe mit reinhämmert, ne? Dr. Fettiger. Dingsbacher. Mit irgendeinem Wasser aus irgendeiner stinknormalen Quelle gebraut. Wie jedes Industriebier. Dingsbacher. Eine Blöre der Natur. Jürgen, ich dachte, du machst Werbung für diese hässlichen Autos. Junge, für Kohle mache ich doch alles. Einmal saufen, 100.000 Euro, Prost. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir noch nie in meinem ganzen Leben bestimmte Produkte geholt, weil, keine Ahnung, in der Werbung dann ein bestimmter Star, den ich vielleicht mag, der sagt, das ist das geilste Produkt. Das ist mir sowas von scheißegal, wer da vorne steht und sagt, das ist ein geiles Produkt, ich hol's mir trotzdem nicht. Bäh, schmeckt das scheiße, Mann. Jürgen, ich mach alles für Kohle. Na, haben Sie wieder Völlegefühl? Unwohlsein, vor allem untenrum? Dann ändern Sie bloß nicht Ihre Ernährung. Schlucken Sie lieber aufs Klo, aber Pforte und Schokolade. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Chemiker. So geil. Baumarkt. Das muss man holen. Wenn's genauso schlecht wie bei jedem anderen werden muss. Wow, so weich. Ist der neu? Nein, mit dem billigen Wollwaschmittel vom Discounter gewaschen. Jawoll. Jawohl, wischt genauso gut oder schlecht wie alle anderen. Und jetzt hör bitte auf, mich zu begrabbeln. Ey, jetzt mal ungelogen, ne? Wenn die Werbung so wäre, ne? Und die Produkte so angepriesen wären. Ey, ich würde mir das holen. Ich würde es ohne Scheiß holen. Das fällt doch viel eher im Gedächtnis. Ein Glück, dass ich zum Beispiel auf YouTube Premium habe und ich mir die eklige Werbung nicht mal angucken muss. Ah, wir werden aber auch nie befreit sein von Werbung, ne? Wir werden nie befreit sein von der ekligen Werbung. Die wird es immer geben, egal was man macht, egal was man tut. Und ja, ey, mich würde mal ohne Scheiß jetzt interessieren, ob ihr wegen Werbung schon mal ein Produkt gekauft habt. Ich habe noch nie, wirklich noch nie in meinem ganzen Leben ein Produkt gekauft, weil ich das in der Werbung gesehen habe. Noch nie. Noch nie. Ich gehe in den Laden, zum Beispiel jetzt... Waschmittel oder irgendwas anderes, ne? Ich hole mir das einfach und gut ist. Ich guck da hinten auch nicht drauf, was da drauf ist. Das ist mir so ein Scheißegal, ich hol's mir einfach. Und gut ist. Also ich sag mal, ah nee, stimmt, die Werbung, da war ja was. Stimmt, nee, das muss ich mir holen. Stimmt. Naja,
Schreibt ihr mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren, ob ihr euch wegen Werbung schon mal ein Produkt gekauft habt. Ich glaube, was machen die? Macht das überhaupt jemand? Überhaupt jemand? Der in den Laden geht, ah ja, ich habe ja, da war ja was, ne? Habe ich mir letztes Mal die Werbung angeguckt, muss ich mir unbedingt jetzt holen. Ja, guckt unbedingt das Original an, war sehr geil. Danke für den Vorschlag und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, haut rein und tschüss.